Seit Anbeginn der Zeiten bestimmen kosmische Ereignisse das Leben auf der Erde. Und erneut steht etwas Großes bevor. Denn uralte Mythen und moderne Wissenschaft prophezeien ein besonderes Ereignis. Beginnt 2012 ein neues Zeitalter? Es ist so, als wenn uns wahrscheinlich das erste Mal die Dinge so gezeigt werden, wie sie wirklich sind, indem wir meinetwegen uns die Brille abgenommen wird. Das Jahr 2012 ist nicht nur eine Überlieferung der Maya-Tradition. In vielen Kulturen, auch im Okzident, ist dieses Jahr von Bedeutung. Und auch in China, nach dem I Ching. Den dreidimensionalen Raum, den haben wir uns als biologische Lebewesen recht frei erschlossen. Aber die Räume, die darüber geschachtelt sind, oder Hyperräume, die sind wohl nur durch Phasenübergänge in höheres Bewusstsein zugänglich. Und an dieser Schwelle steht der Mensch, in dieser Zeit. Wann das genau passieren wird, weiß ich nicht. Manche sagen 2012. Gut möglich. Die Bewusstseinsforschung ist wissenschaftliches Neuland. Einfach weil das Bewusstsein als solches lange Zeit von Wissenschaftlern ignoriert wurde. Also in diesem erweiterten Weltmodell, in dem sechsdimensionalen, da kommt zum ersten Mal von der Wissenschaft die Möglichkeit ins Spiel, dass es leibfreie Existenzen geben kann. Die Wissenschaft ist ein Dogma, natürlich. Sie ist dogmatisch geworden. Das merkt man ja an den Reaktionen, wenn man sie mit Grenzgebieten, die Wissenschaftler, konfrontiert. Dann heben sie die Hände, entweder sie laufen weg oder sie machen die Augen zu und sagen, der böse Hund, der sieht mich jetzt nicht mehr. Oder der Hund, der guckt ganz gut. Wir sind ja jetzt auch im Tagesbewusstsein, in einem anderen Bewusstseinszustand, als wenn wir gerade geschlafen haben, noch vor 3, 4, 5, 6 Stunden. Die Welt wird eine andere sein.